Front und Schweden zu den fixen Wühlen am Gipfelstein und die Schmolz sind aufgegangen. So eine Riesenveranstaltung braucht natürlich immer wieder auch seine Sponsoren dabei. Ich möchte jetzt wiederum eine Reihe von Firmen nennen, bei denen ich mich sehr herzlich bedanken möchte. Firma Mammut Austria hat sich mit einem Preis eingestellt. Die Firma Lotto, die Firma Betzel, der ÖSV, Ferngas Trieben, die Ski Arena Brebüchel hat sich auch mit einem Preis eingestellt. Firma Gruber Reisen, der ÖAMDC, Sparkasse AG mit dem Sparkassenleiter Heinz Schmidt, Firma Otto Fox, die Familie Robel in Mautern, die Firma Rudolf Hoffmann, Transporte Mautern. So, meine Damen und Herren, die Zeit rückt immer näher. Die Sportler sind schon bereit. Einige sind die Sportler, und zwar im Besonderen im Bergstationbereich. Dort ist es ausgesprochen wichtig, dass man achtet, der letzte Anstieg geht also von der Vorstraße durch den Wald hinauf, auch zum Wendepunkt. Dort sind zwei Spuren angelegt und da kann es auch sein, dass man ein bisschen rechts, so 15, 20 Meter rechts vom Wendepunkt auf die Straße kommt. Die müsste aber so zurück hinauf zum Wendepunkt, damit dort abgehakt wird, wer am Wendepunkt war. Also auch wenn man ein bisschen weiter rechts vom Wendepunkt auf die Vorstraße kommt, nach links abzweigen und hinauf zum Wendepunkt. Dort die Fälle herunter und dann so weit, wie man eben noch vorher ist. Nelly, wir bleiben schon herunten, Herr Tautschmann. Zurück weiter bitte da, da hat er den halben Hang schon. Schenkt sich der schon da.
Das ist natürlich nicht der Fall. Da haben wir die Linie, wo der Bürgermeister steht. Show,
Hopp, Hansl! Hopp, auf uns! Eins hat man nicht da bleiben. Super, Hans! Super! Weiß auch noch meine! Den schwarzen Hosgei! Ja! Nehmen wir lang auf, dass der Jausen. Ich habe meine Schieße manipuliert. Hopp, 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 hopp. Hopp, warte. Lass euch ohne treiben. Hopp, 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 super, super. So, so schau aus. Bis dann. Scheiße. Jetzt, Viertelstunde. Das ist bei euch schon so weit. Du selber warst ja nicht. Nur über die Brünen. Bravo. Gut. Bravo. Ja, ja, super, warte. Gib mal drei. Yeah.
Jetzt schaut mal hier. Richtig. Und Chef Lok, gehst du eins, kannst du überholen da auf. Dann überholen wir einen Flug, ja. Gib mal drei Minuten. Vorne. Gib mal drei Minuten. Bravo. Super. Was ist für dich? Nächste Kim. Er pfeift aber, ha? Manche, ausgehen! Bravo! So frisch wie November im Schnee. Was mir anschaust, dann wird man frei, bin ich dabei. Ich kommt mir näher mal vorstellen, ohne die zu uns sein. Bis wir abends dies vom Berg so hört, wie der Joshua auf Tee, aber einer so müde, wie der Herr ist beim See. Oh, Wort war Schutz weg, oh, Wort war Schutz weg. Zum Song, wie es mir geht, zu beschreiben das Gefühl. Bis wie er mit Wurz, bis vom Berg oben. Das Gesicht der Blau, das ist die Haum. Warte, was mein Gott macht. Wie er mit Wasser, so frisch und so klar und davon.
Und war der Plan nicht der erste? Hopp, hopp, hopp! Der war weit vorne. Ah, Didi! Hopp, hopp, hopp! Du kommst in mein Haus wie ein Sommertag, wie ein Wildbach frisch, wie ein Blitzschlag, wie ein Waldmusswag, stolz als wie ein Baum, zart wie der Morgentau, mächtig wie ein Land. Kommst wie der Juni-Schnee, Hopp, Alter, der Weg ist das Ziel, nicht die Zeit. Ich glaube, eine Viertelstunde oder was. Wenn ich Rosen zusammen haben wir gesagt, dann haben wir gesagt. Super. Rosen kriegt man auch nicht, das ist vorne. Da vorne war noch eine hübsche Dame, falls jeder muss nachfragen. Ja, haben wir eh Lehrer. Ich hab die Witterung aufgenommen, nicht wahr? Und die nächsten Rennläufer kommen hier von der Stiefel.
abgeschüttet hat, dann kann ich es geschafft. Gratulation unseren Sportlern, die hier sind wirklich. Oh, Norbert! Gerade noch die Bremse und hier durchs Spiel. Gratulation, Werner! Ja, Werner! Herzberger! Natürlich auch in die Abfahrt stürzen und dann hier beim Einlaufen werden es weiter fahren, der letzte Läufer die Stadt. Also das ist noch nicht der letzte, bitte. Ja. Gratulation! Applaus für unseren ältesten Teilnehmer. Gratulation, Hans. Bitte, Läufer hier im Flug und sind ab. Im Winter. So, ein paar Schüsse, nicht Schüsse auf das Ziel auf. Baba Grün! Wir sind nicht durchgefühlt, jetzt ja, ich wollte die Windschranken durchbrochen. Schwung herein hier, da runter, Schwung herein und ein paar Schritte dann bergauf durch den Boden durch und durch hier bergauf durch den Rückbogen durch und die Zeitnehmung auch auszulösen.
Gratulation, den oh, alle. Der hier durch Chili ist. Warte, der kommt. Warte, der kommt auf hier. Gratulation unserer definitiv letzten Läuferin hier mit Startnummer 203 durch das Ziel. Bevor wir hier mit der Siegerin beginnen, den Herrn Bürgermeister bitten, dass er sich noch einmal zu Wort meldet, so wie er es heute schon mit dem Startschuss gemacht hat. Bitte, Herr Bürgermeister.
Freunde, liebe Bergrettungsmänner, liebe Frauen, ein tolles Rennen ist über die Bühne gegangen, ein anstrengendes für viele, aber trotzdem ein sehr interessantes. Ich freue mich, dass dieser Turnlauf bereits das zweite Mal im Autern stattgefunden hat. Ich möchte mich noch einmal bei der Bergrettung Autern, insbesondere beim Ortsstellenleiter, bei unserem Herrn Bernhard Fritz, recht herzlich bedanken. Und er hat, glaube ich, einen Applaus einmal verdient. Bedanken möchte ich mich natürlich auch bei allen, die hier geholfen haben. Ein großes Team ist immer erforderlich, um so eine Veranstaltung durchführen zu können. Und bedanken möchte ich mich auch bei der Mannschaft des Elfenbergs. Die Geschäftsführerin, Frau Olken, ist heute leider nicht da, aber nichtsdestotrotz hat sie sich besonders bemüht, dass wirklich hervorragende Bedingungen geschaffen werden konnten. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend für alle. Es gibt ja der olympische Gedanke, dabei sein ist alles. Aber trotzdem darf ich natürlich all jenen besonders gratulieren, denen es gelungen ist, auf den vorderen Rängen sich zu platzieren. Und so gesehen wünsche ich der Siegerehrung einen guten Verlauf. Hoffe, dass Sie Mautern in guter Erinnerung behalten. Vielleicht der Winter dauert ja noch. Sich auch die Zeit nehmen, an meinem Mautern zum Skifahren zu testen. Die Pistenbedingungen sind ja hervorragend. In diesem Sinn alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. Danke sehr. Beziehungsweise den dritten Rang, Obersteiner Silke, allgemeine Damenklasse. Gratuliere noch einmal den Siegerinnen und Siegern. Sieger dieser Altersgruppe 4, Johann Schöpfer aus Mautern. Möchte ich nur noch sagen, Jahrgang 33. Jetzt werfen wir über die Herren. Jahrgang 33. Ja, freilich an erster Stelle. Gratulation dem ältesten Teilnehmer des gesamten Feldes. Also einen besonderen Preis als ältesten Teilnehmer des Feldes.
Sieger vom Vorjahr, Heinz Planitzer aus Heidelberg-Egmond. Und zwar die Dame, die sich heute Zeit gelassen hat bei diesem Lauf und sie gesagt hat, ich kann für meinen Enkel so schnell bzw. so langsam laufen, wie ich will. Also ich versuche herauszukommen, die Bord-Renate aus